Warum haben wir mal das Glück mit den Unfällen auf der Autobahn? Das kann doch nicht wahr sein. Toll. Das war's. Wir stehen im Stau. Das war's. Hier ist Vollsperrung gerade. Wir können nicht nach Hause. Wir haben Sperrung da vorne. Guck mal. Ist jetzt gerade Feuerwehrquellbahn. Und das war's. Es kann nicht wahr sein, ey. Oh, Alter, Rettungsklasse. Gestern Unfall auf der Autobahn, heute Unfall auf der Autobahn, direkt vor uns, toll, fantastisch. Ey, auf dem letzten Meter, ey, bin ich bloß hier runtergefahren. What? 6, 7, 9, 8. Papa, ich will auch nicht. Du hast noch 15 Minuten Zeit. Das ist Rubens Vater. Papa, du weißt immer nur. Auf der Autobahn und haben dann eine halbe Stunde gestanden. Das war voll blöd, ja. Deswegen bin ich jetzt sehr, sehr spät dran. Verschiebt sich alles ein bisschen nach hinten. Und ich habe natürlich noch nicht mal ein Telefon dabei, um jemanden anzurufen. Weil ich auch nicht muss, weil ich mir immer so ein großes Zeitfenster einbaue als Puffer, dass es eigentlich immer noch hinkommt. So, hier ist nämlich auch gesperrt. Lepsiusstraße, da braucht ihr auch nicht mehr durchfahren. Könnt ihr euch nämlich auch sparen, weil jetzt eine Umleitung, weil die Grunewaldstraße, da gibt es einen Wasserrohrbruch und das dauert noch bis Ende Januar, habe ich gehört. Oder bis Januar auf alle Fälle dauert. Mitte, Ende Januar, bis das behoben ist. Und so lange ist die Umfahrung in der Lepsiusstraße. Könnt ihr euch vorstellen, das Ding ist voll. Was für ein Akt. Ab nach Hause. Oh, zum ersten Mal das ABS ausprobiert hier auf der Brücke. Halt gut, schön überfroren halt. Samstag? Ich habe schon über Schlaf gesprochen. Ne? Jo, heute ist Samstag und wir fahren heute, oder ich und Dennis fahren heute uns einen Auftrag angucken. Mal schauen, ob ich den mit Dennis zusammen mache oder ob er den alleine macht. Wir werden mal sehen. Alle Fälle fahren wir heute nach Uetsdorf und schauen uns einen Auftrag an. Auf geht's! Guten Morgen. Hallo. Na, wie geht's dir? Ganz gut. Du musst dir immer zwinkern. Na, du bist so süß. Ich weiß. Ja. Und das Spielzeug hat sie dabei. Sie kann auch schon selbst halten. Sie ist so klein und niedlich und heiter als ihr Blick. Können wir sie wütend zu ihrer Eltern. Gluck, gluck.
So, hier. Hallo, Dennis. Hallo, Wolle, wie geht es? Unser hier. Steht der Wolfgang da. Danke, gut. Ja. Ja. Du halt, na, du liebst, weil das du halt nicht. Ja, ja, ja. So. Ja, gut, das alles, ne? Nur besichtigen. Ausflug heute und dann ist genau, wir waren Ausflug nach Wandlitz. Genau. So, und gucken uns einen Wald an. Genau. Den wir kaufen. So sieht es nämlich aus. Ja, nein, weiß nicht. Ist ja auch gerade großes Ehrensterben und ja, damit wir das Holz noch schnell verarbeiten können. Genau, fällen und dann verarbeiten. Kriegen wir den Wald quasi nicht geschenkt. Ja, nö. Da, wo die Regierung wohnt, sind wir jetzt auf alle Fälle. Wandlitz. Aber nicht Waldsiedlung. Sondern eben Wandlitz. Wandlitz. Hier ist doch richtig. Uetsdorf. Oh, ist das schön hier. Jugendherberge Liebnitzsee. Wo ist denn der See, da? Na, gib mir da einfach mal hier unten runter. Da müssen wir ja hier. Sieht aus. Die müssen alle. Die da. Bestimmt um die da hinten. Genau. Wenn du sagst, sie sind. Genau. Das sieht genau so aus. Stark bruchgefährdet oder wie was auch immer. Oder Verkehrs. Mit sie nicht aufs Grundstück knallen, wenn die Kinder hier tollen. Oh Gott. Ich komm mit. Ach so. Ich komm noch mit. Muss ich ja nicht. Ach, du bleibst. Ach, du holst dir gleich was hier. Ehrenfäule hol ich mir. Ehrenfäule. Wandlitz, Mensch. Ich weiß ja nicht, wie viel Pfannkuchen ich gemacht habe. Ich habe gar nicht mitgezählt. Nimm mich auf die Gefahr hin, wenn du jetzt nach Hause kommst und dann keinen mehr abkriegst. Sondern ja, vermutlich kriegst du keinen. Also da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Oder was sagt der Tank? Tanken oder was? Oder soll ich dir immer voll tanken? Das ist doch. Wir sind zurück in Berlin auf alle Fälle und ja, haben uns da mal ein paar Bäume angeguckt und mal sehen, ob er da zum Auftrag kommt oder nicht. Müssen wir noch schauen. So, nochmal guten Morgen. Eine Woche ist Weihnachten. Hallo. Ich weiß gar nicht, was sie machen soll. Sie versucht sich wegzudrehen. Ich hab falsch geflochten, Skali, tut mir leid. Fein! Mann, ich hab falsche Flochten. Ja, ich hab eine Strähne vergessen. Ich wurde halt wach, als ich mich na gut, so oder so, heute kommt der Dennis gleich vorbei und dann gehen wir arbeiten. Der Dennis verteilt Weihnachtsgaben hier schon. Bist du noch eigentlich dran? So, will ich ja wissen. Also ich hab ja was ganz Spezielles von Daniela. Ich hab meinen Namen gebacken. Habe ich jetzt nicht eingepackt. Mit Nachnamen? Kommt mir richtig schlecht vor, sowas habe ich nie bekommen. Ja, danke Dennis. Ja, aber du bist dafür. Ja auch, was? Jetzt bist du dran. Alle gut, so soll es sein. Ja? Schlecht möge sie sich vorkommen. Na, kommt ja auch selten bei mir vor. Sie ist ja nur Hausfrau. Das ist ja nichts. Ja, klar, du.
Hat man ja nichts zu tun den ganzen Tag. Nee, da ist wirklich. Das ist ja unglaublich. Geht hoch und geht wieder schlafen eigentlich. Im Grunde genommen. Er ist in letzter Zeit angesagt, ja. Haushaltshilfe hast du immer. Du brauchst eine Pulli hier eigentlich hier. Die ganzen. Ja. Ah, die schüttelt. Hallo, ah, die Arme streng nach unten. Das wollen wir nicht sehen. Oh, Mensch, Achchen, morgen. Papa. Hast du deinen Keks gegessen, Moment? Und war lecker, ne? Papa, kann bitte Milch finden. Na gut, einmal Milch noch. Oh, was ist denn das hier? Sehr gut. Na dann mal los. Ich kann nicht mehr. Macht eine Rettungsgasse. Können sie alle nicht. Keiner kann es mehr. Ist ja wie verteufelt hier. Nur Stau, nur Unfälle. Das genügt zu Zeichen. Der geht echt bergab. Direkt da vorne, wa? Ja, geht auch bergab hier. Ich meine, direkt da vorne ist es auch. So. Bitte auch noch ein Feuer. Jetzt kommen die Rettungswagen hier durch. Kinder, ihr wisst Bescheid, ihr müsst alle Platz machen, ja? Da kommt einer, ja, komm. Also unglaublich, was ist denn los? Ich habe gerade gestern das letzte Video geschnitten von dem Stau, wo wir drin gestanden haben, eine halbe Stunde. Ey, hoffentlich stellt sich da vorne jetzt nicht gleich eine Feuerwehr quer. Okay, ja. So, ein Campingtisch rausholen. Ja. Aufladen wir jetzt hier mit Kaffee verkaufen und Brötchen und sowas. Ja. Genau. Bei jedem Unfall gleich so eine Marktlücke auf jeden Fall. Ja. Und wenn man die läuft, dann verursacht man halt selber Unfälle, wa? Ja. Genau. Immer an so Verkehrsknotenpunkten. Zum Beispiel hier am besten Auffahrt und Abfahrt. Genau, und dann müsstest du da vorne schon so einen kleinen Stand haben, wo sie gleich die Strecke ablaufen und dann die Strecke ablaufen. Gegenverkehr natürlich, oder? Und wenn man gleich hier ist, dann mit. Ja. Also die Gaffer, da verteilst du Fotoapparate, so einmal so Foto. Ja, genau. Herrlich. Oh Mann, ey. Herrlich, herrlich. Schaltschutz, genau. Gute Hexe. Vom letzten Mal. Von der Nachtaktion. Wisst ihr noch? Das hat man hier noch ein bisschen der Seite machen könnte. Das hat auch noch hingepasst. Mann. So. Jetzt hat man eine Mütze vergessen, ja, nicht ohne Mütze. Den. Ich fahre ja noch mal vorbei, da war bei dir. Ja, am Auto in deinem muss ich noch jetzt gut dran. Ach, meinem? Ja, ja, nehme ich meine Kapuze, so kalt ist es ja auch nicht. Hast du nicht drin? Ja, ich jetzt in der Maus, mein Alter. Da müssen wir ja dran vorbei. Ach du. So, jetzt hier links, rechts abbiegen, rechts, rechts rum. Warte mal, ich muss mal Feuer. Soll ich mal die Tasse halten? Oder? Ja, mal kurz so ein Ding eng. Dann da vorne nach Rex und dann gleich wieder links. Nach rechts. Jupp. Und da nach links. Nach links. YouTube Last Adventure Hunting waren hier drin. Ja,
ich heiße. Und was heißt das? Komme ich zu spät? Kommst zu spät. Wie immer. Last Adventure Hunting. Na klar. Haben sie wieder ein Video gedreht, Lost Place. Ja, scheiße. Ja, was soll's? Ich bin besser. YouTube, Prollo, Schande der Urbex-Szene. YouTube, Prollo, Schande der Urbex. Greta, Molly, Dick, Doof von YouTube, Last Adventure. Während googeln ihr Clickbait-Loser. Hm, ob sie drinnen waren oder nur draußen? Drinnen waren sie. Meinst du? Na, dritten, wenn, dann waren sie. Wir kicken uns das mal an. Also, du hast das ja gemerkt. Wie? Bleiben. Ja, Seilwinde kommt jetzt hier demnächst. Ah, hab ich dir ja erzählt. So, na, dein Helm ist ja auch im Auto, muss ich einer holen, wa? Okay. Okay, wir sind fertig. Auto ist gepackt. Zeige euch. Oh Mann, ist voll. Heute wird Holzschnitt hier. Holzschnitte. Alles voll. Leiter. Baumschnitt. Alles dabei. Was für ein schönes Automobil. Voll gepackt mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen. Joa, guten Morgen. Fast letzter Schultag. Oh, Standheizung rein an, auf alle Fälle, jetzt. Mama. Und? Mama. Mama. Und sieht schön aus vom Laden, finde ich. Wieder ordentlich. Schön, dass es dir auch aufgefallen ist. Ich habe nämlich vom Laden aufgeräumt den einen Tag. Alle Räder mal weggemacht und dahinter gefegt. Ist ja unglaublich, wie viel Müll und Dreck sich da so ansammelt, ja. Alt mal gefiegt, alles sauber gemacht, alles schön gemacht. So, und dann würde ich mal sagen, ja, für die Feiertage mache ich ein bisschen ruhiger, da werde ich dann nichts
großartig hochladen und ja, da passiert ja auch nichts, da sind wir im Familienkreis. Das gucken wir mal, ob ich hinterher euch ein Video dann, aber ich würde mal sagen, über Weihnachten und Neujahr mache ich mal, lasse ich das mal ausfallen, lasse ich euch in Ruhe und werde mir selber auch keinen Stress antun. Ich werde ein bisschen filmen und so und werde aber dann hinterher, melde mich auf alle Fälle im neuen Jahr wieder bei euch und wünsche euch jetzt für die restliche Zeit alles Gute. Für die Weihnachtszeit, lasst euch gut beschenken, habt eine schöne Zeit, genießt es mit der Familie zusammen zu sein. Ich werde es auch genießen und fürs neue Jahr oder für den Rutsch ins neue Jahr wünsche ich euch auch alles erdenklich Gute und möge alles, was ihr euch vornehmt, auch wenigstens im Ansatz in Erfüllung gehen. Ja, und für alles Weitere ist man ja selbst verantwortlich, deswegen... Ne, sag ich mal so, wir sehen uns wahrscheinlich erst wieder dann im neuen Jahr. Und dann aber eben auch mit dem Pitlock-Video, dann aber auch mit neuen Gästen, neuen Überraschungen, neu. Die Gazelle wird endlich zusammengeschraubt wieder, hoffe ich, weil die Teile kommen nämlich erst, also sind so 10 bis 14 Werktage Lieferzeit. War schon heftig, aber wahrscheinlich auch jetzt wegen der Weihnachtszeit, nehme ich an. Und ja, das ist jetzt so, ne, das, was ich im nächsten Jahr gleich im Januar so vorhabe. Einmal gehen wir wieder auf die Bäume, das Pitlock-Video wollen wir machen und die Gazelle muss endlich zusammengeschraubt werden. Die steht unten im Keller und wartet auf Vollendung. Was war noch? War noch was? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Auf alle Fälle bin ich total dankbar dafür, ihr sagt, dass ihr alle dabei seid, dass ihr euch das immer noch antut oder so. Ich meine, ich bin ja auch noch dabei, ich tue mir das ja auch noch an. Das ist halt mein Leben und denkt immer daran. Manchmal ist es langweilig, manchmal nicht. Manchmal zeige ich interessante Dinge und manchmal passiert halt nicht so viel. Und gerade jetzt habe ich ein bisschen zurückgeschraubt im Winter jetzt mit den Videos. Das ist ganz einfach, das ist auch aus dem Grund, weil... Ich glaube, nicht immer interessiert es jedem, was da irgendwie die Kleinigkeiten, die ich mache oder so. Das ergibt am Ende kein Video, wenn ich jeden Tag ein Video hochladen würde. Das wäre ja doof, deswegen schneide ich das manchmal nur an, so ganz kurz. Und hab da eben so, was weiß ich, eine Minute, zwei Minuten, einen Tag oder so. Manchmal ist das so. Und an manchen Tagen ist halt nicht so viel los oder da. Passiert nicht so viel. Oder man hat in den wichtigen Momenten die Kamera auf einmal nicht dabei. Das ist ja auch total bescheuert. Ja? Zum Beispiel wie auf dem Parkplatz, als wir da Häckseln waren, wo uns die eine Frau, das haben wir ja nicht weiter erläutert, aber die hat uns ja böse, böse angeschimpft und hat uns als Terroristen und Bombenattentäter hat sie uns betitelt und wir mögen doch aus Deutschland verschwinden. Also unglaublich, was die uns da beschimpft hat, ja, was die für eine Hasstirade losgelassen hat. Und Dennis stand so da so, wo er doch der Stolze ist und so. Und denkt immer so, ey, nee, kann er jetzt nicht sein. Aber die war halt leicht verwirrt, die Dame. Aber die hat uns vor dem Einkaufsladen zusammengeschissen, meine Fresse. Aber da kannst du halt auch nicht sagen. Die Leute haben geguckt auf alle Fälle. Wir fanden es lustig, haben uns unseren Teil gedacht und naja, wie auch immer. Also so weit, da hatten wir die Kamera nicht dabei. Ja, wie gesagt, wir sehen uns im nächsten Jahr und lasst mich überraschen und ich hoffe, es geht dann auch mal ein Stück weit nach vorne. Es geht ja jetzt im Moment nur rückwärts, muss ich sagen, im Geschäft. So, das Geschäftsresümee von diesem Jahr ist miserabel. Die Räder werden immer schlechter, die Zustände von den Rädern werden immer schlechter, die Leute werden immer knapper mit dem Geld, das merkt man richtig und das ist ja, wenn das immer noch vor 5-6 Jahren irgendwie so kein Hit war, dass die Leute mal eben 200 Euro in der Nummer haben für ein Fahrrad, das kannst du heute vergessen, die wollen für 50 Euro, für 30 Euro am besten funktionierendes Fahrrad haben, also 30 war glaube ich das tiefste, was ich gehört habe dieses Jahr, und das tiefste seit Jahren. Mal gucken, wie es nächstes Jahr weitergeht. Also in diesem Sinne sage ich mal alle Tüte für euch, eure Familie. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao, sagt der Tommy.
Und die Familie natürlich mit Vertretung. Wer ist das? Wer ist denn da? Ja. Kommst du mit? Ja, den nehmen wir mit, den findest du toll. Auf zum Frühstück. Tropft die Heizung noch? Hast du was gemacht? Was hast du denn da anders gemacht? Du hast da irgendeinen Verschluss drauf gemacht, wa? Dichtung eingesetzt. Es ist ja trotzdem kaputt, darunter, aber. Normale Croissants ohne Mohn. Für dich. Nicht für dich. Na, der hat schon ihre Hand da wieder. Können wir sie da ablegen? Oh, sie hat was ums Oberbein. Ja, ist der Schmuck. Ja, Tischbein. Blaue Hand ohne. Das ist kalt. Oh, das kenne ich ja noch gar nicht. Kalt, ja, total kalt. Warum ist die so blau? Kalt!
Du legst sie doch auf den Boden und lässt sie auskühlen und so weiter. Na dann, guten Appetit. So viel Auswahl, das hatte ich ja noch nie. Ein Alterfuch. Eine Scheibe? Meine nur eine Wurstsorte. Drei Scheiben sind drin. Das reicht ja hier für das Ding. Das reicht. Muss. Was machst du denn für unterwegs? Ich hab gesagt, ich hol Brezeln. Und dann? Das sind 8 Stunden. 9 Stunden, die noch kann. Ja, ich hole Brezeln, ein bisschen Schokocroissants und vielleicht so ein bisschen... Schon mal so mit Stulle und so, das wäre schon toll. Oder, also muss nicht nur süßig Süßkram, auf gar keinen Fall. Also so Beefy hätte ich gedacht. Nee, das stinkt mal ja alles. Ja, aber was denn? Gut. Die ganze Abteil mit. Sagen wir, das waren die anderen. Die da. Die Fumus mit. Wenn man so raufkommt, ich meine, wie viel gesagt, puh! Also nee. Diese Nachbarn hier. Die Leute aus den Nachbarabteilen. Nee, nee, nee. Es ist gar kein anderer mit drin. Geruchsdichte Wände. Wären mal vom Vorteil. Mach doch keinen so ein Foto gerne fest. Du musst auch süßen West. Also Peter Foto geht. Also Peter Foto geht. Fotoknete. Ja.